Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Metro 2033 Redux. Ja, wir sind immer noch in der Kanalisation und kriechen durch die Röhren. Und scheiße, nicht Riesenspinnen. Bitte keine Riesenspinnen. Und gucken mal, wo wir jetzt rauskommen. Irgendwas Feindliches wird wieder auf uns warten. Oh, das sieht mir nach Banditen aus oder so. Die haben ja immer diese komischen Fallen. Ach, da geht's gar nicht lang. Ich höre Kinder. Und das sind sie schon! Wollen wir gleich abballern? Es könnte aber auch eine Station sein, ne? Ein Mensch. Ja. Wie? Komm her, schnell. Okay, ihr seid doch nicht feindlich. Hi. Was sieht selten an den Menschen in diesen Tunnels? Sprich mit dem Hauptmann. Vielleicht wir stecken hier durch in der Scheiße. Und du jetzt auch. Wann stecke ich denn hier mal nicht in der Scheiße? Wir sind alle erledigt. Oh, und das ist hier unser Moral, Apostel wollte ich gerade sagen. Unser Moraloffizier. Der hält die Moral immer oben. Und du? Du hast ein Schild irgendwo, die Welt wird untergehen. Hallo, Chef. Ich weiß nicht, was du hier draußen machst. Ja. Aber ein weiterer Schütze ist immer willkommen. Der Weg zur Station ist gesperrt, bis die Evakuierung abgeschlossen ist. Mach dich kampfbereit. Nimm alle übrige Munition aus dem Lager. Du bist jetzt einer von uns. Wir nennen unseren Trupp Kinder des Untergrunds. Das ist ein Traum. Freunde, wir müssen den Feind ein paar Minuten aufhalten. Ich will nicht lügen. Dies wird kein schöner Kampf. Aber denkt an unsere Lieben in der Station. Jede Bestie, die unsere Linie durchbricht, wird ihnen keine Gnade zeigen. Also, entsichern und laden. Zeigen wir diesen Freaks, wie echte Menschen kämpfen. Yeah! Ja! Huch! Spürst du das? Scheiße! Nicht mehr! Das jetzt. Oh, andere Waffe. Was passiert jetzt? Oh, oh. Okay, ich verstecke mich mal hier. Es sieht mir nach Sturm aus. Was ist denn das jetzt? Huh! Wie jetzt schon tot? Hätte ich jetzt was machen sollen? Ach nein, ich lebe noch. Aufstehen! Alle in Ordnung? Wir haben Verluste! Ja, mindestens einer da hinten. Der sieht nicht mehr so glücklich aus. Hä, waren wir nicht gerade hier zu fünft? Oh shit, da ist der nächste. Na toll. Natürlich. Meine Lieblingsfreunde. Na kommt, ihr Rattenviecher. Wir sind alle erledigt. Ach Quatsch. Ja, wenigstens ist er noch voll motiviert. Da kommt der kleine Schweinchen. Wo seid ihr? Vielleicht bei jeder Gelegenheit nachladen. Geil wäre es natürlich, wenn man noch die Möglichkeit hätte, den Schalldämpfer bei Bedarf abzubauen. Aua! Wo kommst du denn jetzt her? Du hast die linke Seite nicht abgedeckt. Oh shit. Was habe ich geworfen? Moment mal, Freunde. Ich habe doch das Messer ausgerüstet. Treff damit gar nicht, oder wie? Ein Mistvieh. Ich kann dich ja voll leiden.
was verträgst du denn? Kannst du auch ein Messer vertragen? Aha, Messer geht nicht mehr, ne? Zack. Ja, okay. Shit, falsche Waffe. Meine Güte, wie viel Zeit ihr denn noch? Was ist denn jetzt schon wieder? Danke für die Muni, mein Kumpel, mein Kamerad. Ey, Moment mal, bin ich jetzt der Einzige, der hier noch lebt? Soll ich jetzt alleine hier die Stellung halten oder was ist hier los? Sind alle tot? Okay, ich hab tapfer gekämpft. Hat's was gebracht? Zack. Boah, ich hab nur noch 70 Schuss. Ja, muss ich mal ein bisschen jetzt mit Schrodi arbeiten. Oh, der lebt noch. Es sind zu viele Mutanten durchgekommen. Bolis muss gewarnt werden. Aber meine Tage sind gezählt, wie du sehen kannst. Ich habe einen wichtigen Auftrag für dich. Gehe zu unserer Funkstation, kontaktiere Bolis und sende die Notmeldung, die ich vorbereitet habe. Viel Glück, Bruder. Okay, mein Freund, ich werd's tun. Hat der überhaupt geschossen da oben? Oder ist das Ding nur zu Zierde da? Mit dem Ding hätten wir doch alle wegmähen können, problemlos. Wusste ich's doch, dass das so eine Kiste war. Die auch öffnen? Nein. Ich befürchte, die Station ist wohl jetzt komplett überrannt worden. Oh ja, da liegen sie schon. Nicht gut. Gar nicht gut. Okay, wir brauchen jetzt die Funkstation. Ist das in dieser Station oder ist es außerhalb? Okay, wir sind auf jeden Fall schon mal nicht alleine. Oh je. Oh, was nehmen wir mit? Wir nehmen alles mit. Na, guck mal einer an, wer da ist. Was bist du für einer? Du warst ein anderer. Okay, in der Station lebt wohl keiner mehr, ha? Das war's wohl. Okay, jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie wir hier weiterkommen. Ey! Was bist du denn für einer gewesen? Au! Elendige Nervbacken. Ja, rein ins Loch. Mistvieh. Muni, Messer, Sackgasse, na toll. Ich hab dich gesehen. Ey, die sind aber... Was? Wo kommst du jetzt her? Noch einer. Meine Güte, ihr seid aber echt flinke. Aber hier? Okay.
Filter haben wir anscheinend genug. Da ist eine Knarre, die brauchen wir nicht. Da geht's nicht raus. Halt, Moment, da kommen wir doch gerade her, oder? Ja, Tatsache. Okay. Was ist hier drin? Hey, mein Freund. Noch was drin? Ja, bisschen Muni ist alles okay. Oh, ey, der hatte hier... Huch, schreck mich doch nicht so. Der hatte hier ein ganzes Lager. Aber es hat ihm nichts genutzt. Es hat ihm einfach nichts genutzt. Okay. Das war wohl dann so die Art, keine Ahnung, Waffen... Aloha, Schalüssel. Noch irgendwo ein Safe dazu ist? Eingeschlossener Safe? Erschet wo? Guck mal einer an. Da ist auch noch was. Okay. Ja, das war so eine Art Waffenlager scheinbar. Okay. In diese Löcher gehe ich jetzt mal nicht rein. Wir sind hier überall. Was haben wir hier? Nichts. Eine Sackgasse. Ja, okay. Wo müssen wir jetzt hin? Ah! Mistviecher! Nein! Auch noch! Wie die mal angeschlichen kommen, diese blöden Drecksviecher. Ey! Lass das! Wie der so Männchen macht. Müssen wir hier lang zur Station? Oh, komm, ey! Ja. Hast dich gedacht, kannst dich anschleichen, ne, du Mistviech. Muni? Boah, was? Ich hab den mit einer Schrotflinte mit 3 Schüssen verfehlt. Und so nah, also... Okay, hier geht's wohl nicht weiter. Hier sind anscheinend auch nur Behausungen. Da liegt auch nicht. Okay, ich brauche Medibag. Hab ich jetzt beschlossen. Ja, dann gehen wir mal in den schicken Tunnel rein. Aber verlassen wir da nicht die Station? Oder ist die Station woanders, wo wir hin müssen? Boah, seid ihr nervig. Elendige Mistkröten. Ich höre ein Kind. Oder ist es wieder so eine Halluzination? Okay, also, wenn er das alleine gemacht hat, Respekt, er hat gekämpft wie ein Löwe. Okay. Hä? Da. Onkel, Onkel, komm schon, steh auf, wir werden gefressen. Bitte, wach auf, warum schläfst du noch? Oh, der steht nicht mehr auf. Du hast gesagt, du bringst mich zu Mama. Du hast es versprochen. Hau ab, lass mich in Ruhe. Mama hat gesagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Bitte, Onkel, bist du verletzt? Sag etwas. Er wacht nicht auf. Ich glaube, er ist tot. Er ist tot, oder? Wie komme ich jetzt nach Hause? Du nimmst mich mit? Ich kenne dich gar nicht. Aber wenn nicht, werde ich wohl von den Monstern gefressen. Du hast eine Waffe? Okay, dann sollte ich wohl mit dir gehen. Du kannst Monster erschießen, oder? Okay, mein Name ist Sascha.
Du schießt und ich gebe dir Rückendeckung. Ja, natürlich. Wo gibst du mir Rückendeckung? Onkel hier zu lassen. Ich habe meinen Onkel besucht. Er wollte mich nach Hause bringen, als die Monster kamen. Sie sprangen ihn an. Er begann zu schießen, aber dann hat ihn ein großer Nosalis ins Genick gebissen. Aber Onkel ist wirklich stark. Er hat ihn mit dem Messer getötet. Du siehst nicht so stark aus wie Onkel. Ich werde dir helfen müssen, sonst werden wir beide gefressen. Mein Freund, wo bist du eigentlich? Wo steckst du denn? Also gut, pass auf, Sascha. Wir müssen hier leise jetzt durch. Kein Lärm, kein unnötiges Gequatsche. Ist das okay? Kriegen wir das hin? Ich hoffe. Da! Sind überall diese scheiß Löcher, wo die mal reinkrabbeln. Ich höre dich! Mein Freund. Hey, da kommt einer von hinten angekommen. Wir sehen. Oh. Muss das sein? Da wäre ich jetzt gerade fast reingelaufen. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. Hey, wo sind jetzt die andere Moni? Da war doch gerade da. Da ist Moon. Ah, cool. Guter Tipp, Sascha. Guter Tipp. Moment. In dem da. Ein Traum, und zwar nicht wenig. Nicht wenig. Oh, oh. Was ist denn hier los? Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Ja, lass mal. Ich glaube, ich bin mit meinen Waffen ganz zufrieden. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Da ist... Doch, da ist einer. Du bist Hellseher, mein Freund. Du bist Hellseher. Da war's. Uff. Ich hab ihn nicht erwischt. Jetzt ist er ins Loch, die Sau. Ich hab dich gehört. Nein, ich hab dich... Hey, aufpassen. Ja. Kommt ihr hier eiskalt aus dem Loch gekrochen? Ei. Du kleine Mistkröte, du. Muni, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Nehmen alle. Ja klar, mitten im Weg. Hey, pass auf, da ist ein Loch. Ja, hab ich gesehen, Sascha, hab ich gesehen. Ist noch eins. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Das stimmt. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Ja, das könnte wirklich passieren. Vor mir! Eiskalt vor mir! Und noch einer! Was? Ich hab den nicht erwischt. Oh, jetzt ist aber mal gut hier. Mach mal Feierabend. Geh nach Hause. Geh spielen. Was? Schon wieder? Sascha, du fantasierst langsam. Ja, okay, ich höre auch die Doppelströde. Alles klar. Da ist irgendwas. Zugeben. Da ist irgendwo ein Schlüssel. Wo haben Sie den Schlüssel versteckt? In welchem Eck ist der Schlüssel? Nein. Na, wo ist der Schlüssel?
Allzu weit ist der doch nicht weg, oder? Oh. Da ist eine Falle. Moment, was sind das jetzt? Okay, dann gehen wir mal zwei Wege. Gehen wir mal hier unten lang. Haha. Ich wollte den Schlüssel eigentlich nur. Den Schlüssel. Loot, loot, loot. Wo war der? Da. Die dürfte ein bisschen besser sein als meine, ne? Ne, ich hab noch... Ah, ich hab noch dieses Laservisier drauf. Nee, lass mal. So, oben oder unten lang? Ich gehe mal oben lang, da brauche ich keine Maske. Was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Habe ich schon gesehen. Da ist noch eine. Da hüpfen wir rüber. Wenn die Viecher nicht von hinten kommen, dann sollen sie gerne da durchrennen. Ist mir egal. Ah, wir wären dann hier unten gewesen. Ah, und da ist noch eine Leiter. Also gut, das ist dann der einzig wahre Weg. Verlassen wir wirklich die Station? Ja, scheinbar. Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen... Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Ach Sascha, noch sind wir nicht da. Aber ja, deine Mutter hat recht. In den Tunnels gibt es bestimmt Wesen, die sich spezialisiert haben, kleine Kinder, dessen Gehirne aufzufressen. Also hör auf deine Mutti und geh nicht alleine in die Tunnels. Oh mein Gott. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Nicht ganz. Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Keine Angst. Mami! Wir haben dich wieder los. Mama, das ist meine Mama. Gehen wir, sie sucht nach mir. Lass mich gehen, lass mich zu ihr gehen. Sascha Enke, du lebst. Sascha Enke, bist du okay? Aber wo ist dein Onkel? Wie bist du hierher gekommen? Onkel ist tot, Mama. Aber dieser Mann hat mich getragen, auf seinen Schultern. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Danke, Mann. Haben Sie eine Ahnung, wie viel der Junge bedeutet? Nein. Sein Vater ist uns allen wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn das umgebracht. Und ohne ihn wären wir alle erledigt. Vielen Dank. Hab ich gern gemacht, aber nicht ganz so nervig. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Bitte, bitte. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Wir nehmen ihr nicht die Munition weg. Das ist ja die Währung da unten. Die soll ihr Kinder durchbringen. Also es heißt rechte Maustaste. Nein, lass mal. Lass mal. Die Bar macht uns Scout auch nichts mehr fett. In Ordnung, gehen wir. Jo, gehen wir. Ich hab da noch eine Nachricht. Die schwarze Station ist nicht weit von hier. Aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in den zerstörten Gebäuden draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Ach, herrje. Tabulator, neuer Eintrag. Für die Rettung ihres Kindes bietet sie mir ein paar Patronen, als wenn ich eine Wahl hätte. Aber was früher normal war, scheint jetzt seltsam zu sein.
Und was die Welt früher angeekelt hat, lässt heute niemanden mehr die Nase rümpfen. Was soll ich tun? Die Belohnung ablehnen und sie beleidigen? Was? Wie soll ihr Kind damit durchkriegen? Die Belohnung nehmen und zugeben, dass ich ein Kind gerettet habe, nur um eine Belohnung zu erhaschen? Ja, dann beleidige ich sie lieber. Ich sehe sie eh nie wieder. Die Tage, in denen ein Menschenleben, ein Kinderleben unbezahlbar war, sind längst vorbei. Heute haben wir alle einen Preis. Die Patronen, die mir für die Rettung des Jungen gegeben wurden, scheinen ein guter Deal zu sein. Der übliche Preis für ein Leben liegt bei einer Patrone. Gerade genug, um sie anzunehmen. Eieiei. Nee. Also, Freunde. Ja, da haben aber doch noch ein paar überlebt. Schön. Ja, dann würde ich sagen, auf zur Oberfläche, ne? Oh. Oh, Händler. Na, hallöchen. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben aber auch jede Menge Patronen, ne? Also gut. Muni geht nicht mehr. Die geht ist auch voll. Da geht noch was. Okay. Messer, nehmen wir. Und Probleme beseitigt. Gut. Das Zeug fällt Ihnen bereits aus den Taschen. Okay, gut. So, jetzt brauchen wir noch einen Waffenhändler. Der beste Wechselkurs in der ganzen Messe. Die Helme und sowas bietet er nicht an, ne? Was hast du denn Feines? Was hast du denn für Waffen? Nichts Besonderes. Okay, können wir hier irgendwas Besonderes Neues machen? Nee, ist auch nur der übliche Kram. Auch der übliche Kram. Hm. Wie viel kostet das denn, mein Freund? Ach, da unten steht's, oder? Wie viel? 40? Wir uns leisten, komm. Die hat uns schon gute Dienste geleistet, die Knarre. So, was können wir denn hier noch anpassen? Da wollte ich vielleicht sogar das Visier drauf machen, glaube ich. Ach komm, machen wir mal drauf. So. Hä? Hab ich das jetzt... Ich möchte es jetzt haben. Ach so, okay. Jetzt habe ich es doppelt gekauft, ich Idiot. Schalldämpfer bleibt. Zusatzmunition? Ja. Das nehmen wir. Zusatzmuni ist gut. Und Laservisier haben wir auch schon. Sehr schön. So, was machen wir mit dir? Das würde ich so behalten wollen. Ja. Das brauchen wir nicht. Und das... haben wir schon. Okay. Gut. Haben wir noch einen Wechselstuber? Achso, das war der Typ, ne? Ja, okay. Kommen Sie durch. Jo, Chef. Ich muss zur Oberfläche. Ich habe einen wichtigen Auftrag. Aber die Funkstation habe ich noch nicht gefunden. Habe ich jetzt die Quest nicht gemacht? Man weiß es nicht. Also macht's gut, ne? Haltet die Ohren steif. Bin dann mal weg. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen. Und seine Nachricht zur Polis bringen. Ja, und wie das jetzt ausgeht mit dem Außenposten, das würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge in Metro 2033 Redux. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.